Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. André Diaz, Spieleleiter. Auf geht's. Auf geht's zum nächsten Abenteuer. Pen and Paper. Pen and Paper. Buh, 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 buh. Wenn ihr die erste Folge noch nicht angehört habt, dann tut dies bitte. Weil es nur den logischen Schluss... Die erste Folge vom Podcast oder die erste Folge von dem Pen and Paper? Alles auf YouTube jetzt verfügbar. Genau. Auf YouTube, genau. Gut, also ihr seid... Gibt es eine Zusammenfassung von der Geschichte? Was ist bisher passiert, André? Ja doch, sag mal. Das frisst jetzt noch so viel mehr Zeit, dass. Nee, vergiss es. Wir wollen das Pen and Paper beenden. Aber reiche das bitte nach. Wir machen Seven vs. Wild und sind im Cube. Ja, genau. So ungefähr. Okay. Also, ihr seid aus diesem Röhrengang rausgegangen, seid wieder reingekommen in einen völlig neuen Raum. Und dieser Raum ist relativ klein. Und vor euch seht ihr einen kleinen runden Tisch mit einer Decke. Darauf liegen vier kleine Streifen aus Stoff. Die Ansage kommt von oben. So, ihr Lieben, nehmt jetzt einen Patch und klebt ihn an eure Brust. Ich nehme einen Patch und klebe den an Saschas. An Saschas Brust, okay. Und Sascha, ich fass mal kurz deinen Bizeps an. Hier ein Patch. Wollen? Wie findest du? Sag ehrlich. Gut, gefällt mir. Jetzt. Fest, oder? Ist immer noch fest. Ist immer ich mache so bei meinem lieben Freund Jens. Ist halt weich, aber das passt zu dir. Das passt zu dir, ja. Knosser. Bleib, wie du bist. Aber könnte noch ein bisschen besser sein, oder? Ich finde, du bist perfekt. Ganz ehrlich. Gut, also ein Patch hat schon mal Sascha Huber. Und ich mache noch einen zweiten Patch an Saschas anderen Brust. Der bleibt nicht kleben. Ich nehme ein bisschen, ich habe ja noch dieses Mehl, diese Mehl-Stockbrotteigmischung an meinen Händen. Ja. Und ich benutze es als Klebe, um den zweiten Patch auch noch an Saschas Brust. Also er bleibt zu kleben. Machen. Und nach einer gewissen Zeit klippert er dann wieder runter von der Brust. Ja, dann schmeißen wir den wohl weg. Okay, ich schmeiß den halt weg. Okay. Was macht Andraste? Ich hole mir einen von den sauberen. Und die noch auf dem Tisch sind also an dich dran. Okay. Ja. Was macht der Krach? Ich versuche es zu essen, aber es bleibt mir an der Nase kleben und ich lasse es einfach. Okay, also so wie so ein Pflaster auf der Nase bleibt zu kleben, okay. Werter Knossi, bitte kleben Sie sich noch den Patch dran. Ich klebe mir den Patch dran. Endlich, gut. Ja, also auf einmal fangen die Patches an zu leuchten und geben euch eine Nummerierung. Ihr habt jetzt Nummern drauf. Ich bin darauf geblendet. Sei zu erkennen, bei Sascha Huber ist die Nummer 1. Ist eine 078 zu erkennen. Bei Knossi ist eine 007 zu erkennen. Na klar. Bei Andraste ist eine 456 zu erkennen. Oh je. Und bei Krach ist eine 404 zu erkennen. Ich bin noch vom hier. Dann bereitet euch vor. Die Wand vor euch spaltet sich und ermöglicht die Sicht auf ein sehr weites Feld. Sehr weites Feld, Hugi, sehr weit. Die Wände sind mit lustigen Möwen und Wolken bemalt. Direkt vor euch ein riesiger, blattloser Baum. Dahinter eine riesige Puppe, die so aussieht wie Blutrotkäppchen. Neben der Puppe... Neben der Puppe sind mehrere stabile Seile, zusammengerollt wie eine ruhende Schlange. Ihr seht am anderen Ende des weiten Feldes viele Leute den Raum über eine Tür betreten. Diese tragen alle die gleiche Kleidung, eine Art Sportanzug aus gelber und weißer Farbe. Ein Lautsprecher kommt aus der Decke, geschmückt wie eine Sonne. Ihr hört plötzlich ein Klavierspiel. Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zuhörer-Überlebenskampfes. Heute mit dabei Sascha Huber und Knossi von YouTube. Ja, das bin ich.
Knossel, wir haben es geschafft. Andraste von den Pen and Paper Stimmen im Wald. Mhm. Und Krach. Ja. Unsere Ehrengäste haben sich schon für die nächste Runde qualifiziert. Alle anderen müssen versuchen, die Zuhörerquoten durch Überleben zu halten. Ach ja, und wenn sich unsere Ehrengäste ein bisschen einmischen, bekommen sie nächste Runde einen Vorteil. Von der Decke kommt ein Objekt, durchsichtig und an vier Seilen befestigt. Ah ja, und wenn ihr hier überlebt, gibt's natürlich noch Kohle. Und ihr seht, ja, wie Geldbündel in das Objekt fallen, das aussieht wie ein riesiges Sparschwein. Ich find's prinzipiell gut, aber ich denke, das wird dann eh wieder nur gespendet. Mögen die Hungerspiel die Quoten nicht weiter fallen. Und dann hört ihr noch so eine Tröte vom Kolinski-Markt. Sascha, ich werde nachricht, das ist doch die Kolinski-Tröte. Man muss ganz viele Folgen vom Nerdship-Podcast gehört haben, damit man das alles versteht. Die Kolinski-Tröte. Johannes, blend mal hier unten eine Bauchbinde ein, in welcher Folge es um die Kolinski-Tröte geht im weiteren Sinne. Blend es hier unten ein, damit es die Hörer... Bauchbinde erklärt, was die Kolinski... Bauchbinde erklärt, das ist sicher die Folge zu Discounter. Ja, die Leute... Ich weiß nicht genau, was das hier für ein Entertainment ist, aber der Schnitt, der leistet ganze Arbeit. Genau. Ich finde auch mal, wir sollten auch mal einen Applaus an das ganze Team geben. Also ihr applaudiert den verzweifelten Menschen, die auf euch zurennen wollen. Man merkt, was durch Amazon auch möglich wird. Und ein bisschen panisch gucken und wissen, was auf sie zukommt, wenn sie Fehler machen. Und fangen halt an, loszurennen. Und da ist da so diese Rot-Blutrot-Caption-Puppe und die hat sich von denen abgewandt und fängt an, irgendwas zu zählen. So 1, 2, 3. Andreas gesehen, wie gut ich das aufgemacht habe. Nein, habe ich nicht gesehen. Oh, und die Leute fangen an, sich so einzufrieren, sage ich mal, nicht mehr weiter zu bewegen, als die Puppe sich halt rumdreht und die alle anstarrt. Und während das passiert, werden ein paar Leute abgeknallt, weil die gebrandmarkt wurden. Hey, die haben sich bewegt, die müssen jetzt abknallen. Also für uns sieht das einfach nur so aus, die laufen darauf zu und werden dann erschossen. Und, will ich nicht hin, dann ja, hingehen dann. Aber euch wurde ja empfohlen, wenn ihr halt ein bisschen nachhelft, dass ihr da noch einen Vorteil kriegt für die nächste Runde. Naja, sag mal, weniger verlocken. Ja. Wie viel sind das in Punkten? 7 Punkte. Okay, dann mach ich's. Scheiß drauf, dann mach ich's. Ob ich da jetzt den ganzen Tag so einen Pfeil und Bogen baue oder irgendwie Insekten fotografiere oder jetzt das, komm, 7 Punkte, Knossel, du und ich, los geht's. Du siehst, wie der Tisch anfangs, der, wo ihr die Patches entnommen habt, da irgendwas unter dem Tisch war, unter der Decke. Und da purzelt auf einmal so ein Sack um und da purzeln dann so ganz viele Murmeln raus. Aha. Na gut, los geht's. Komm, wir gehen zu den Seilen. Braucht da auch nie was Essbares ein, ne? Wollt ihr euren Vorteil kassieren, dem ihr nachhelft? Ich würde mir erstmal von den Murmeln, wie viel? Sack, riesiger, fetter Sack, kannst du dir nehmen. Ich würde auf jeden Fall mindestens 20 von diesen Murmeln. So, kannst du nehmen, ne? Ich stopfe mir 5 davon in eine Nasenhälfte, okay. Die bleiben stecken und vielleicht kann ich das für später. Und willst du nicht so wie eine Schusswaffe so aus dem Nasenloch schießen? Aber vielleicht lassen. Für später, die bleiben erstmal stecken. Okay, gut. Ja. Ich nehme eine Murmel und ich denke an Bibu. Ich nehme eine Murmel, nehme mich ein bisschen nach hinten, ne? Lass die von meinem Hals weg an meinem Körper runterrollen. Und die rollert durch meine Sperma rennen, so Bizeps. Scheiße. Das ist so alles so definiert, dass die Murmel so eine richtig krasse Bahn meinen Körper runter macht. Wenn durch wir so hier rauskommen, die Murmel, die schenke ich meinem kleinen Bibu. Och, dein Bibu. Ich hab den auch so lieb, mein lieber Knosser. Wenn du mal stirbst, ich pass auf dein Bibu auf. Ich pass auf den auf. Das würde ich mir auch wünschen. Ich und meine Paulina. Dass ihr dann auf den kleinen Bibel. Wir passen auf den Bibel auf. Meine Frau ist mir egal. Scheiße, die Anfang muss dann nicht mehr an. Der wird richtig reingenommen. Der wird richtig schön mit Sascha zählen. Der wird richtig
preiswert zu Supplements kommen. Und dann machen wir aus deinem kleinen Bibel, dann machen wir richtig einen Kampfkoloss. Ich verspreche es dir, mein Bruder. Ich verspreche es dir. Und hilfst du ihm dann diese Murmel geben? Ich verspreche dir, aber ich denke, du überlebst das nochmal. Du hast Panama überlebt. Ja. Du hast Vancouver Island überlebt. Du überlebst das. Und pass auf, ich sag dir was. Du bist der König des Internets. Lass doch bleiben. Und dein Bibu ist der Prinz des Internets. Es wäre, als würde ich ihn hören, kleinen Bibu. Papa. Es ist so, das bricht mir das Herz, wie er zu Hause sitzt. Guck den Content an auf YouTube. Papa, bist du es? Komm doch zurück nach Hause. Bitte, Papa, komm zurück. Aber der Papa, der muss Content createn. Der Papa kommt nicht zurück. Ja. Nein, nicht der Papa kommt nicht zurück. Aber der Papa, ich verspreche es dir, der kommt mit viel Amazon-Geld zurück. Und dann kriegst du Blaze Monster Truck. Mein lieber Bibu. Ja. Aber es ist, als würde ich ihn hören. Und es ist, als würde ich antworten auf den Bibu. Bibu, mein Lieber. Was hast du, mein Lieber? Und die anderen gucken mich an, weil ich verrückt geworden bin, weil ich mit so einem imaginären Kind spreche die ganze Zeit. Ja. Der Sascha braucht dringend Aminosäuren. Der stirbt uns weg. Der fabuliert. Soll ich dir ein bisschen Mehlklumpen auskotzen? Ja. Nämlich. Okay. Da ist ein bisschen Gluten drin. Okay, also eine der Murmeln bleibt mir so ein bisschen schief in der Nasenloch stecken, dann würge ich und dann kotze ich so ein bisschen Mehl aus. So. Und kriegst du damit Läufer? Oh. Ich würde sagen, ja. Paar Läufer, okay. Ja. Also hast du es erstmal geschafft, damit Leute zu treffen. Wirf mal zwei Würfel, wie viele du davon jetzt getroffen hast. Gut, also du hast eine 12 gewürfelt, eine 8 gewürfelt. Ja, acht Leute wurden von Schnodder angespuckt, während sie eigentlich starr sein sollten, fallen hin, werden abgeknallt. Das ist ein bisschen zu grafisch. Ich bin eigentlich mehr so der Mensch für die Familie. Das schafft uns Vorteile. Das schafft euch Vorteile. Leute umzubringen. Ein bisschen Spaß haben und Leute umbringen. Ich würde mir auf jeden Fall mal Blutkäppchen ziehen. Also es kommt eine Durchsage. 7 Punkte für Krach. Yay. Ach, Mist, jetzt hat der die 7 Punkte. Jetzt hat der die 7 Punkte. Ich weiß. Aber ich habe doch 8 Leute angeguckt. Ja, aber das sind einfach... Ja. Ich weiß nicht, was die 7 Punkte bedeuten. Ich weiß es nicht. 7 Punkte, mehr ist doch an dem Tag nicht. Ich habe 7 vs. nie gesehen, aber es ist wohl ja, sehr wichtig. Das ist wichtig. Ja toll, dass du das nie gesehen hast. Das und ist wohl sehr wichtig. Wie willst du denn dann unser 7 vs. 5 Pen and Paper leiden? Schlecht vorbereitet, André. Schlimm. Was macht denn Andras da so lange? Also ich würde mir mal dieses Blutrollkäppchen näher angucken. Ja, okay. Geht ist halt so eine mechanische Puppe. Hast du vorher noch nie sowas gesehen? Mhm. Sieht sehr krass aus, auch von der Herstellung her. Das ist wie ein Wunderwerk für dich. Ein Wunderwerk. Ja. Gibt es da irgendwelche Zahnrädchen oder sonst irgendwelche Mechaniken? Die du hörst Mechaniken raus, die so am Kopf so sind. So. Und nichts, wo man jetzt offensichtlich was kaputt machen könnte. Wenn Wille ist, ist ein Weg, sag ich's mal so. Sag ich's mal so. Ja, also die Leute, die laufen wieder weiter, weil die Puppe sich wieder Richtung Baum bewegt hat. Und während Leute laufen, auf einmal fallen die aber auch irgendwie nach unten, so ins Nichts, für euch ins Nichts. Weil auf einmal wohl dort auch Löcher in den Böden sind, wo die rumlaufen, zu euch hin. Ich werd's narrisch. Ich sag dich nur, sie werden dort unten das Süßwasserkrokodil ist. Ich werd narrisch. Einige schaffen es halt irgendwie auf einen stabilen Boden zu landen und frieren dann wieder ein, sobald die Puppe wieder zu denen hinguckt. Dann hört ihr wieder ein paar Schüsse und das geht jetzt so eine ganze Weile so. Wollt ihr noch irgendwas beitragen? Ich will die Punkte, ich will die 6 Punkte. Ja. Ich geh da hin. Ich hab Madura. Ah, ich hab verstanden, wie es geht. Helft uns! Das Seil! Gebt uns so ein Seil! Wirft uns so ein Seil zu! Sascha, gib dir nicht das Seil. Seil! Aber das sind alles potenzielle Follower. Ich geb den ein Seil. Ich nehm
Ich nehme ein bisschen Seil, weil ich es zufällig gefunden habe. Das ganze Seil. Ja. Ich nehme mir es für der Seilschlange, was auch immer die Seilschlange ist. Das war nur eine bildliche Gedachtstellung. Ich hatte schon Angst. Ich bin vorsichtig der Seilschlange angenähert, weil ich dachte, es lädt kein Süßwasserkrokodil. Aber puh, von Weitem. So, werft es runter. Aber ich hab zu tun, immer weiter mit meinem lieben Freund Knossel. Damit, er holt uns die 6 Punkte. Jawohl. So, was macht ihr jetzt genau? Habt ihr das Seil genommen? Ja, und ich habe jetzt 6 Punkte. Du hebst ein Seil an und bist der Meinung, das wären 6 Punkte, oder was? Na, das musst du entscheiden, Johannes. Passiert einfach nichts. Blend hier unten ein, jetzt in der Bauchbinde, was das du jetzt... Du sollst dich ja einmischen, dass die da versagen. Die kriegen das Seil. Ich schmeiß das Seil nur noch. Hier, habt Seil. Wirft Sascha so, 10. So hin. So. Drückt die Glocke. Erinnert euch, erinnert euch. Warum sahen wir nicht tot? Erinnert's euch zu Hause? Also einer fängt Fallout das Seil auf, was du ihm zugeworfen hast, so das Bündel wahrscheinlich. Und er wirft das eine Ende wieder zurück zu dir und hält das andere fest. Bitte! Helft mir! Mit einer leichten Bewegung ziehe ich den hoch. Der fliegt regelrecht aus dem Loch. Es ist unnötig, da überhaupt zu würfeln. Aus dem Loch? Das ist so eine natürliche Stärke. Ihr seht die Leute nicht mehr, die im Boden versunken sind. Die sind einfach weg. Die sind weggefallen. Die sind ziemlich weit gefallen. Ich wünsche denen... Das Seil würde nicht ausreichen, die da rauszuholen. Ich wünsche denen alles Gute. Für den Zukunft. Es sind genug Leute da, die ja noch auf eurer Ebene sind. Und ich eben vermute, nach dem Seil greifen und das zurückwerfen. Ich vermute, dass da unten das Süßwasserkrokodil ist. Und bewegt mich schnell weiter. Mhm. Und ein Glück, die Puppe guckt immer noch Richtung Baum. Ja. Deswegen kann ich bis zum Ziel durchlaufen. Das ist mein Glück. Also schau mal ganz ehrlich, ich habe es bis jetzt noch nicht verstanden, was wir hier überhaupt machen sollen. Keine Ahnung. Das ist egal, Knosser. Okay. Dabei sein ist manchmal wirklich alles. Okay, also nochmal zur Klarstellung, ihr seid schon am Ziel. Das wurde ja bei der Durchsage gesagt. Deswegen habe ich ja die 6 Punkte. Ihr habt euch schon qualifiziert. Jawohl! Und ihr würdet einen Vorteil bekommen, wenn ihr euch ein bisschen einmischt, dass die Personen das schwieriger haben, ans Ziel zu kommen. Wir haben doch schon gewonnen. Ja, aber ihr würdet ja den Vorteil jetzt noch kriegen, wenn ihr euch einmischt. Na dann, ich misch mich ein. Was heißt das? Also ich hab schon 8 verstanden, oder? Na so, mach du das. Okay, während ihr euch totlacht und Pläne schmiedet, hat Krach schon eine Idee und will an den Baum gehen und denkt sich, oh geil, jetzt eine Keule. Mhm. Ja. Was machst du? Nachvollziehbare Gedanke. Auf. Also haust an diesen Baum. Ja. Und du merkst, dass der ziemlich schnell Risse bekommt, wenn du dagegen haust. Ja, ja, aber ich habe ja schon Übung in Keulen machen. Aber du kennst das Gefühl, wenn ein Baum, den du da angreifst, Risse bekommt. Aber das ging viel zu schnell. Oh. Viel zu schnell. Hat sich auch ganz komisch angefühlt. Hoffla. Ja. Verdammt. Meine Keule. Und jetzt? Ja, haust du nochmal dagegen oder gehst du weg? Ich hau nochmal dagegen. Haust nochmal dagegen. Das Ding zerspringt in 2 Teile. Aha. Und wie aus einem Wunder, aus einem Ei gepellt, kommt dir deine Lieblingskeule entgegen. Oh, geil. Ja. Das hat sich gelohnt für dich. Ja, ja, aber so richtig. Ich hau gegen eins dieser Stücke von dem Baum und hoffe, dass da eine Zigarette rauskommt. Leider keine Zigaretten im Baum. Ich hau gegen den Baum und hoffe, dass eine Zigarette für meinen Freund Gels rauskommt. Eine Zigarette kommt... Nein, Spaß. Keine Zigarette kommt raus. Hä? Wahnsinn wäre es, wenn es Anne jetzt auch noch probiert. Du kannst jetzt ausschreiben, eine Keule und hast jetzt plus 1 Wurfergebnis auf deinen besten Wurf. Yay. Ja. Genau. So, also, was macht's? Ich würde versuchen, Krach davon zu überzeugen, auf die Puppe anzuhauen mit der neuen Keule. Hast du denn irgendwas, das ich fressen kann? Irgendwie ein Stück Leder oder weiß ich nicht, noch ein Schuh?
Ein Schnäuztuch. Pass auf. Komm, also, irgendwas musst du mir geben. Ich steck Anna. Ich steck Anna die zwei. Die zwei. Okay, ich, überzeugt. Ich, okay, 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 na gut. Dann. Ich hab nichts mehr. Gut, also die Dienstleistung wurde bezahlt, es muss sie nur noch ausgeführt werden. Ja. So, du gehst an die Pumpe. Ja. Und weiter. Was soll ich denn machen? Mach was drauf. Pumpe zusammenhauen. Ich hau drauf. Haus drauf, okay. Also du haust die halt so klump, dass sie so in Richtung vielleicht kommt eine Zigarette raus. Der Renner läuft. Die Pumpe war gerade am Rumdrehen so Richtung der Läufer. Ja. Ein paar stoppen, werden trotzdem erschossen, weil sie sich bewegt haben. Sie sind schon sehr nah bei euch. Sie sind schon fast da. Ja. Und eine der Figuren, die kracht dann halt auf einen der Teilhaber und zerquetscht ihn. Okay, aber nichts weiter passiert und die Leute, die stehen bleiben, wundern sich, wann geht's denn jetzt mal weiter hier? Wann geht's jetzt mal weiter hier? Ich will jetzt hier mal meinen Überlebenskampf weiterspielen. Ja, und irgendwie merken die, es passiert irgendwie nichts mehr. Geht ja, bewegen. Alle. Einer wagt es sich zu bewegen. Aber weh, jetzt bewegt sich einer. Es passiert aber nichts. Und dann läuft einer so und rennt über die Ziellinie. Und das merken dann die anderen, dass nichts weiter passiert. Und die rennen auch rüber. Komm rein! Komm alle rein! Und das Spiel ist vorbei. Die ja. Kolinski-Tröte wieder. Es haben von den 456 Teilnehmern. Alle geschafft. Haben den Räumen. Alle! Das ist alle geschafft. Alle, selbst die abgeknallt worden. Da steht, das hieß mal so Krokodil. Und dann kommt wie bei der Katze so ein Fellbein, kommt da 125 Teilnehmer aus der Göschen raus. Um die 80 Leute haben es noch überlebt, über die Ziellinie zu kommen. Und die Durchsage sagt, die Schlacht ist vorbei. Es gab nur wenige Überlebende. 80 ist nicht und, so wenig. Und wie bei jedem so Richtung ja, Showding, wenn da so Leute weniger werden, dann kann man andere mehr spotlighten, dass sie mehr so in den Fokus geraten. Und natürlich gibt's da auch ein paar Teilnehmer, die so jetzt herausstechen aus der Masse, die so eigene Persönlichkeiten haben, die ich jetzt nochmal zeigen will. Mad. So. Eine alte Frau, die seine Mutter ist. Einmal gibt es einen Muskelberg. Das bin ich. Sascha. Mit dem Namen Fellatio. Nein, Sascha. Hat die Nummer 069. Und hat ein Einhorn auf dem Kopf. Und macht immer so, hat dann den Knossi gesehen und macht so. Und küsst den. Küsst den. Ja, ja, ja. Noch mehr küssen. Was im Cube passiert, bleibt im Cube. Genau. Also, Fellatio, der einhorntragende Muskelberg. Ich streichel den so ein bisschen, um Sascha ein bisschen eifersüchtig zu machen. Aber ich finde das eigentlich gut. Dann gibt es noch Zwillinge mit dem Namen Kristall. Ich dachte, du meinst meine Brustmuskeln. Genau, Kristall und Med mit der Nummer 110 und 112. Ja. Einer der Schmied die Vorwahl von Potsdam. Fun Fact. Einer der schnieft immer so ein bisschen mit der Nase so und der andere der taumelt so. Was wolltest du wissen? 01 und 02. Ja, 110? Ja, 110. Und 112. Und wer von denen hat jetzt das Seil? Es gibt noch mehrere Überlebende um die 80, aber ja. Das sind jetzt irgendwie so heraus. Wir haben die alle gerettet. Ja. Und dann gibt es noch einen, der heißt mit Spitznamen Mustache-Fan. Hat die Nummer 666 und hat so einen aufgeklebten Mustache. Aber warum hat er so eine große Nummer, wo doch gar nicht so viele mitgemacht haben, frage ich mich. Nein, die stecht einfach nur heraus. Verdächtig. Ja, das ist verdächtig. Und der sagt dann so, wie als wenn da eine Kamera existieren würde, ich bin aber auch ein Vampir. Mhm. Mustache-Fan. Mustache-Fan, ja, genau. Ja. Okay. Ja. Good one.
Ich finde es leichter, die tot zu machen, dann müssen wir uns das nicht alles merken. Der, ehrlich gesagt, der, soll ich mich drum kümmern, wenn mich jemand bezahlt? Der immer wieder, der Kristall, der schnieft immer so und der merkt, okay, der kann jetzt wohl hier überall rumlaufen, ist jetzt nicht weiter wild und durchsucht so ein paar Leichen, so nach irgendwas. Ich frag den, ob der, wenn er Zigaretten findet, ob der mir eine abgibt. Der findet ein paar Kippen. Ja. Und? Nimmt die eine im Mund und steckt die andere Packung so bei sich rein und geht so weg von der, will die für sich behalten. Sascha, kannst du, also ich gehe zu dem Mann. Kristall heißt er. Machst du mit meiner Brust so hier? Hm? 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 Der guckt da so drauf und ich lenk den ab. Crap heimlich die Zigaretten aus seiner Taschen. Okay, so mach mal was irgendwie in Richtung. Na, das meine erste Fähigkeit. Die mit Fähigkeit vier. Geht mit, das nee, mit aber vier, weil ich bin ja YouTuber. Ja, aber du hast doch keinen. Was rechtfertigt, dass du jemanden geklaut? Ich hab Matura. Österreichisches Abitur. Das geht fürs Klauen, nein. Ja. Nein, du hast keinerlei Skills fürs Klauen. Das ist never, aber, wenn man sagt, das ist im Vergleich zum Deutschland, never, ist das wie Klauen. Das hier? Ach scheiße. Okay. Also ich habe mein Handy gesucht. Hey, pass auf, André, ich habe eine Idee. Ich bin ja auf Platz 3. Mhm. Österreicher. Ja. Oh, das ist Platz 2. Ich guck nochmal. Ich bin auf Platz 3 Österreicher. Zwei ja. Würfel. Die klauen gerne. Und die klauen gerne die Jobs der Deutschen. Okay. Zum Beispiel auf YouTube. Schwierigkeit 5, weil die so beeindruckt mit deiner Ablenkung. Es gibt einen Fitness-YouTuber, der früher auch mal der Bademandelmann gemacht hat. Der hat mal versucht, mit Fitness-YouTube durchzustarten. Und wenn ich Sascha Haber den Platz weggenommen hätte, gestohlen hätte, weil er den Österreich-Bonus hat, hätte dieser Junge, man kennt ihn heute nicht mehr, der Bademandelmann-YouTuber, der hätte jetzt den Durchbruch gehabt. Deswegen zwei Würfe. Ich glaube, ich muss auf vier kommen, oder? Schwierigkeit 5 mit 2 Würfeln. Kriegst du 5. Ja. Oh, hast geschafft. Ich hab die 7. Zigaretten. Ja. So, ich höre auf mit meinem Muskelspiel. Kannst du dem noch Feuer klauen? Ich klau dem noch Feuer. Der hat Feuer noch dabei, ja. Es ist so, mit in der Zigarettenschachtel mit drin. Er schwankt so zwischen eingeschüchtert sein, aber auch irgendwie anhimmeln. So richtig Fanservice-mäßig so. Ich steck dir noch eine Visitenkarte. Für Process, Sascha 10. Und er merkt, oh, dem kann ich ganz viele Backstories erzählen, was mein Leben so angeht. Ich hau dir noch ein paar Backstories. Guck mir das erstmal an. Boah. Ne, will ich halt zulabern mit seinen Backstories, was er so erlebt hat. Ich erzähle von irgendeiner Longboard-Tour und der Typ ist mega gelangweilt, aber mein Freund, ich guck so aus dem Augenwinkel, ich sehe meinen Freund Knosser, oh. Und der ergießt sich in seine Hose. So gut schmeckt ihm die Zigarette. Ich bin so glücklich. Die schmeckt so richtig, mir richtig gut. Die Zigarette. Erklär mal, wie schmeckt die Zigarette? Wie würdest du es beschreiben? Der Geruch und der Geschmack und dann der Kick, wenn dann auf einmal das Nikotin hittet. Kannst du das mit dem goldenen Papier nochmal beschreiben, wie du es mir auf dem Hinflug? Also ich mach die Schachtel auf. Aha. Ich guck mir die an, sieht schön ja. aus. Oh. Ich mach die Packung auf, das goldene Papier. Ich ziehe jetzt den Streifen ab. Ich rieche einmal an den Zigaretten. Oh ja, das ist guter Content. Ja. Ich schnipp so die erste so raus und nehme die in den Mund. Das fühlt sich schon gut an. Guter Haptik. Ich zünd mir die an. Und rauch die Zigarette. Oh, eine genug tun. Und die schmeckt mir besonders gut, weil mein Freund Sascha Huber die für mich von so einem Typ geklaut hat. Der die aus so Leichenberg irgendwie rausgeklaut hat. Ich würde nie rauchen, meine Freunde, für meine Fans. Ich würde nie rauchen, ihr erkennt's mir. Es wird unangeblendet, Rauchen ist ungesund. Ich genieße das gar nicht damit an. Rauchen ist ungesund. Gut, ihr vernehmt ein Gemummel, so. Hier geht irgendjemand drauf? Gemurmel. Das so, erinnert mich an so, meine Murmel. So ein heimliches Schmatzen würde ich es eher bezeichnen. Das erinnert mich an die Murmel. Okay. Also, Krach beobachtet, wie der muskulöse Fleischberg Felatio, Kekse in sich reinstopft. Oh, das geht gar nicht. Ganz viele Kekse. Oh. Ich will die Kekse.
Und er will aber nicht abgeben, der drängt sich dann immer so weg. So, ja. Nein, meine Kekse! Ja, da hau ich drauf. Ich möchte nur noch kurz einwerfen, das Gemurmel erinnert mich an die Murmel, das erinnert mich dann wiederum an meinen Sohn Bibu und an meine Familie. Und ich denke kurz an meine Familie, aber auch an meine Freunde. Ich denke an die Fensterflippers. 40 Jahre haben die uns die Treue gehalten. Also, es ist ja so ein Muskelkampf. Er ist so ein muskulöser Typ, aber der hat so Stärke 3, also 3 Würfel. Und jetzt werfen wir gegeneinander mit unserer Stärke. Okay. Ich werf jetzt 4 Würfel gegen 3 Würfel. Weil wir müssen erstmal kurz warten. Einer der Teilnehmer ist total durchgedreht. Der hat es zwar geschafft, das erste Spiel zu überstehen, aber jetzt ist total auf Banane. Das ist sein Character Trade. Hat aber nicht gereicht für die Regie, um den mehr Screentime einzuräumen. Gut, wir werfen jetzt gegeneinander. Ja, du hast 3 Würfel, ich hab 4. Eine 7. Aha. Und du wirfst mit was für einem Klischee? Ja, ich bin Kämpfer. Kämpfer, natürlich. Ja. Oh, wer hat's überrascht? Und du hast noch +1 auf dein Ergebnis. Oh, geil. Ja, okay, also du drängst mich halt krass weg. Ja. Dass du jetzt anfängst, die Kekse wegzuschnappen. Ja, geil. Okay. Ja. Und dann hörte wir den Durchsager. Gut. Kommen wir zu Spiel 2. Das Keks... Was? Die Kekse wurden gefunden? Das ist so typisch für uns. Wir haben mal wieder keinen, der sich an das Skript hält. Oh Mann, okay, Planänderung. Ich entscheide jetzt spontan, dass diejenigen abgeknallt werden, die keinen Keks gegessen haben, bis der Sack leer ist. Ich esse einen Keks. Ich rauche erstmal... zu Ende. Trotzdem. Alle, die das gehört haben von den 80 Leuten, rammeln alle zu krachen. Ich schieb Moment, die mit Leichtigkeit zur Seite. Nein, also ich gucke mir das Theater an, ich lache und mir fallen ein paar Krümel so aus dem Mund. Einige versuchen da so Ich leg meinen mächtigen Bizeps schützend über meine Freundin Anne, über meinen Freund Knossel und schieb alle 76 anderen Leute so mit Leichtigkeit zu sein, wirklich mit Leichtigkeit. Ja, aber ihr braucht Kekse. Und ich habe ein Problem. Ja. Ich habe ein Problem. Ja. Nutri-Score. Da der böse Feind Nutri-Score. Der ist nicht perfekt. Mm. Ich sag's ganz ehrlich. Aber ich mache einfach dann nochmal, wenn ich eine Leiter sehe. 10 Wiederholungen. Sollte reichen für einen Keks. Okay, gut. Da habe ich das wieder ausgeglichen. Gut, okay, also du hast einen Keks auf jeden Fall gegessen. Ja, super. Andraste, was macht die so? Ich würde mir noch mal ein Stück vom Kleidchen um abzulenken. Ich mir noch viel da. Ja. Und so, tauschen? Ja. Eine gute Geburtsbeilage für den Keks. Du kriegst dann wohl noch einen Keks und schnurrst den weg und... Knossi. Wenn ich auch einen Keks kriege, ja, dann nehme ich auch einen. Nimm da auch einen. Besser als erschossen zu werden. Okay, gut. Keine Schuhe, kein Kleid. Ich hab's halt, das gerade so noch Kekse zu kriegen, während der Sack wirklich leer wurde, ist leider alle Krach so alle. Nochmal alle. Alle. Und dann kommt wieder die Kolinski-Tröte. Kannst ja meinen Wanst nun gut. Kitzeln. Vielleicht kommt da noch was raus oder so. Was kommt dann raus? Ein bisschen Kekskotze oder so. Keks, schmeckt mal. Nun gut, dann Regie von oben, ja, okay. Ja, knallen wir alle Versager ab. Und er hört die mehrere Schüsse. Ich habe alles getan, um sie zu retten, aber es hat nicht... Hier muss jetzt leider zensiert werden, da es ein ziemliches Blutbad wird. Aber ich glaube, in der YouTube-Version sieht man... kurz mit einer Werbeeinlage von lieben Knossi und Sascha Huber promoten. Und bitte Kuro. Präsentiert doch mal eine Werbung, Kuro, die Kuro, die haben Zigaretten, die man wirklich auch nachverfolgen kann, wo das alles herkommt. Ja. Und die haben auch Erdbeeren und Schokolade. Gönne ich mir. Fairtrade Tabak.
Von Jungs aus der Lüneburger Heide mit dünnen Oberschenkeln gedreht, die Zigaretten. Aus deutschen Tabakplantagen. Genau. Gezüchtet. Und es sind wirklich faire Preise, kann man wirklich nicht meckern. Ja, da ist gut, da weiß man, wo das herkommt. Und wo es hingeht. Rhino Shield. Just Rhino Shield. Rhino Shield schützt wie Kino Shield. Muss man nicht mehr dazu sagen. Rhino Shield. Darf es noch etwas mehr sein? Weiterer Sponsor dieses Abenteuers ist Y-Food. Ja. Y-Food schmeckt wie kein Food. Apropos, ich muss eine Sache sagen. Ich weiß, meine Fans sind mir wichtig. Und das ist doch reichlich. Manchmal hakt. Ab dem 01.01.2024 ist jetzt auch Flaschenpfand auf solche Plastikflaschen wie bei Y-Food. Just saying. Nicht, dass sich die Fans bei mir beschweren. Ja, okay. Gut. Ja, die Durchsage gut. Nach dieser Werbeunterbrechung sind wir wieder da. Da alle Leichen und Überreste, die wurden entfernt. In der Zeit. Ja, also ihr seht, inzwischen hat sich die Umgebung verändert. Ich habe aber zwei Leichen im Inventar, oder? Als zu handeln. Hast du nicht. Biceps Curls. Hast du nicht. Hab ich nicht? Nee, zusätzlich zu seinen 7 Messer. Vielleicht hast du ja die Organisatorin überzeugt mit deinem Organisator Skill auf eine Schwierigkeit 15. Ich habe ja YouTuber-Fähigkeiten. Mhm. Leider würfelst immer nur Müll. Und ich habe so gehofft, dass du Müll würfelst. Ja, leider hast du dann doch keine Leichen bei dir. Das hast du dir nur gedacht und dann hast du sie liegen lassen. Schade. Hast du vergessen, da mitzunehmen. Kann man eigentlich mit 4 Würfen wirklich so wenig? Ja, das ist wirklich stochastisch. Ja, das ist Wahnsinn ist das. Wahnsinn. Wahnsinn. Gut. Ja, inzwischen hat sich die Umgebung verändert. Alles sieht so aus, als seid ihr mit den verbliebenen Überlebenden auf einer einsamen Insel. Denn überlebt haben komischerweise diese spotlightenden Überlebenden. Auch die alte Frau, die zufälligerweise Mutter von MadPat ist? Die was? Die alte Frau, die Mutter von MadPat ist? Nee, die ist leider gestorben. Schade. Die war zu alt. Ist MadPat noch dabei? Nee, ist auch tot. Schade. Und ist der alte Mann da, mit allen befreundet der guckt und jetzt die Gangbu-Gang gegründet der hat? Der guckt jetzt, achso, ja, der, okay. Nee, der ist auch tot. Ja. Die intrigante Frau. Ist diese dabei? Schlaue Engländerin dabei, die irgendwie Game Studies macht, eine IQ von über 170? Ja. Ist auch tot. Auch tot. Fallen mir noch 450 Leute ein? Wir können ja mal alle durchgehen, ja. Okay, also da kommt die 069, also auch Felatio genannt, auf euch zu, so, oh, ich hab gesehen, ihr seid ja richtig krasse Muskelberge und Überlebenskünstler. Mhm. Wollen wir das so machen, dass wir jetzt hier einen Überlebenswettbewerb machen und nur jeder von uns hat 7 Gegenstände dabei? Mhm. Obwohl, doch. Sascha, ich sage ja. Komm. Aber ich nehme nur Kippen mit. Ich mach's mein einziger Gegenstand. Ich nehme 7 Gegenstände, nehme mir aber nur ein Messer davon, Rest verbuddel ich am Strand, um mir was zu beweisen, dass ich das schaff, auch mit nur einem Gegenstand. Ja. Okay, gut. So, und jetzt machen wir mal so erzählerische Zeitsprünge, was ihr so alles so grob erlebt habt. Trainingsmontage. Wir gewinnen mehrere Tageszeiten. Ich sitze wieder am Strand und rauche Zigaretten. Ich ziehe in der Zwischenzeit los und denke an Tageschallenge. Und bei einer Zigarettenschachtel zufälligerweise war ein Finger mit drin. Was machst du da? Du, ich nehme den so, ja. Denk an Bibu. Ja. Und vielleicht will ja mein Trollfreund, kann den ja vielleicht noch haben. Okay. Oh ja, esse ich. Okay, danke. Also
Passt ein gut bei mir jetzt. Krach nimmt es mit Ach und, ohne Ach und Krach an, ihn zu schnapulieren. Knossol und Sascha, das Team der Herzen, hat es tatsächlich geschafft, über 500 Fische zu fangen mit dem türkischen Netz. Also ihr habt ja genug Zeit, du nimmst die Seile oder was und bildest dann dein türkisches Netz draus. Ganz einfach, ganz wirklich einfache Makramee-Strick. Schreib dir mal auf, türkisches Netz. Und 500 Fische. Und weil du so schlecht bist, Dave, plus 2 auf deine Trefferergebnisse, damit du mal irgendwas triffst. Oh plus 2 Würfelzeug. Aber nur für dein Haupt... Hauptklischee. Das ist ja eh immer benutzt. Also es ist halt wirklich, YouTuber können halt mit YouTube alles lösen. Genau, haben die Tutorials gesehen dazu. Das ist der Hammer des kleinen Mannes. Sehr multiversal. Ich hab, wie viel? 500 Fische? Wow. Viele kleine dabei. Ich sag's ganz ehrlich, es sahen viele kleine Fische dabei. Und viele kleine Fische. Einer von der Kristall. Der hat angefangen, so ein bisschen Eberesche, Sträucher anzubauen. Ne? Zwinker, zwinker. Also für mich sieht es aus wie Marihuana. Ganz handzübliches Marihuana. Und es nähert sich langsam so dem Finale, dass die Challenge halt dann bald vorbei ist. Ich rechne schon mal im Kopf zusammen, die Punkte müssten für einen Endsieg reichen. Ja, es wird langsam dunkel. Ja, genug. Ich schreibe ins Inventar genug. Ihr hört Punkte noch so ein wiederholendes Piepen, so. Ich ignoriere das, weil. Und da kommt so eine Kapsel geflogen mit dem Fallschirm geschützt, dass die nicht einfach direkt auf den Boden knallt. Und jeder von euch Teilnehmern fliegt die so entgegen. Nehmt ihr die Kapsel entgegen oder lasst sie da vorbei? Boah, ich fang so auf in der An jedem Feder von euch, so eine Kapsel. Von euch Spielern kommt eine Kapsel entgegen, die ihr halt fangen könnt, und das ist halt ein Vorteil, den ihr jetzt bekommt. Na, ich fange die, ne, klar. Ja, klar. Ja, ich denke, sage ich nicht nein. Vorteil? Ja. Du machst es halt auf und dann klappt sich auf einmal so ein riesiges Zelt von selbst auf. Ui. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich das gerne selber gespannt hätte. Ich hätte gerne selber aus Naturmaterialien angespült. Du kannst es auch kaputt machen und dann wieder aufbauen und versuchen zu reparieren. Für Content, ich würde es machen. Ich mach das. Komplett mit Naturmaterialien sogar. Mhm. Okay, also du versuchst das Zelt wieder aufzubauen. Du hast ja auch mehrere hat doch geklappt. YouTube-Videos geguckt. Hat geklappt. Und wir haben eine Schwierigkeit von 10. Hat geklappt. Ich habe ja sogar Survival-Experte. Ja. Ihr könntet mal vielleicht doch mal darauf. Ja, würfeln. Aber dafür brauche ich ja einen Dreier. Aus 3 Würfeln brauche ich 10 Punkte. Das ist perfekt. Du hast noch plus 2, ne? Du hast noch plus 2. Ne, aber nicht auf das. Ach stimmt, Ich bin ehrlich. Ganz genau, du hast eine 10 gewonnen. Das hat geklappt. Okay. Aber also hast du so mit Ach und Krach ohne Krach, aber mit Ach. Ich sehe es so, ich habe Kalorien gespart. Ist das Zelt wieder raufgespannt. Hätte ich jetzt irgendwie mehr gewürfelt, es wäre mehr Kaloriendefizit. Mhm. Genau. Ja, und bei dir ist das Zelt so ein bisschen... Die sind ja alle genormt, die Zelte. Also da wird es ein bisschen kuschelig, wenn dich da so reinmuggelst. Und bei Andraste dasselbe Zelt flachst auf. Und weiß ich nicht. Ich wundere mich erstmal, was das für eine Technologie ist. Ja, genau. Ich habe das noch nie gesehen, was das für ein Haus. Und es kommt so ein Kältewindzug durch. Also wollt ihr euch in die Zelte verkriechen? Ja, klar. Aber hallo. Aber ich gehe zu Sascha ins Zelt. Okay. Ja. Sascha, ich brauche mein Zelt eigentlich gar nicht. Ich komme aus dem anderen Zelt, da machen wir uns noch einen Tarp, falls es regnet. Also in dem Moment, wo... wir bauen das andere Zelt so, dass da Regenwasser... Ja, also das habt ihr vor, das zu machen. In einem Raum, glaube ich, immer noch. Ja. Das habt ihr vor, pustet nur, okay, gut. Das ist der Wind. Ja, stimmt, das ist der Wind. Das ist der Wind, genau, er zischt hier durch. In dem Moment, wo Knossi in das Zelt von Sascha Huber geht, hört ihr nur einen heftigen Windzug und es ist auch sehr spürbar, weil das Zelt mal kurz so rumrüttelt. Aber ist schön. Und dann war es das schon wieder, aber ihr merkt auch, es spürt auch eine viel mehr krassere Kälte, als wäre das
Zelt so ein bisschen angefroren. Aber ich wärme mich an Sascha. Du wärmst dich an Sascha Huber, ja. So, was macht ihr? Ich habe die Wärme von mehreren hundert kleinen Fischen in meinem Körper und es strahlt so warm und hell wie unsere Freundschaft. Sascha, denkst du, ich kann im Zelt rauchen? Na klar. Das ist der letzte Abend. Morgen holen die uns ab. Heute kannst du noch mal rauchen. Dampf ist zu. Ja, was macht ihr? Seid noch im Zelt. Ich auch im Zelt. Okay, und kuscheln mit Sascha. Was macht Ja, ich mit meiner Masse habe ich sowieso eine höhere Körpertemperatur. Falls es kalt ist, produziere ich ein bisschen Methan. Also du bleibst im Zelt, oder? Ja. Okay, gut. Was macht Andreas? Mit Schuhe und kürzer gewordenem Kleidchen. Ja. Was macht Andreas? Wir wollen doch einfach in der Nacht schlafen. Nee, ist der Sturm vorbei? Ja, es ging ganz kurz, ein paar Sekunden. Okay. Zelt ist angefroren. Ja. Will ich tatsächlich mal gucken, ob ich rauskomme. Okay, also guckst du raus, siehst alles überall Eis. Alles überall Eis. Und alle anderen, die halt leider kein Zelt, kein Vorteil bekommen haben für diese Challenge, sind leider in Eisklötze verwandelt worden. Das letzte, was Felix. Aber da war das Zelt über. Felatio hat erst noch so Kusmo und so. Warum hat die sich nicht in mein Zelt reingerettet? Ja, hat er vergessen. Hat die vergessen. Er war, ja, leider Gottes. Ne. Alle Glück, tot. Zum Glück bin ich nicht rausgegangen nachts. Ja. Gut. Ich dachte, das sind Wölfe. Ja, dann kommen wir zur Durchsage. Da kommt und sagt, ah, leider haben sie es nicht überlebt. Haben die Kälte der Nacht unterschätzt. Ja, gut, ihr seid jetzt die Sieger. Also, weiter geht's. Und wieder irgendwo kommt eine Tür auf. Für die nächste Stage. Sascha, geh mal da durch. Ich guck. Alles gut. Sieht gut aus. Alles gut. Geht gut. Ich werf einen Schuh. Ich fress den Schuh. Okay. Euer riesengewachsenes Schoßhündchen hält dem Schuh hinterher, rammelt durch die Rohre, durch den Vorgang und landet am anderen Ende. Vor euch allen, zu anderen zuerst. So, ihr geht wahrscheinlich wieder alle durch. Ja, klar. Die üblichen Prozesse. Die Tür verschließt sich hinter euch. Und ihr seid in einem neuen Raum. Der Raum ist recht clean gehalten und erinnert euch so ein wenig an den allerersten Raum, den ihr wart, wo ihr aufgewacht seid. Euch gegenüber eine Person mit einem Podest. Plötzlich hebt sich der Podest und die Person steht deutlich höher über euch. Sie ist komplett gelb. Hat ein Gefieder. Es und ist eine, doch der Bipu. Und eine puppenhafte Fresse. Das ist doch nicht der André. Um meinen Satz zu anzufangen, den ich aufgeschrieben habe. Ich bin Bibu-Mann und ich mit der Macht des Mondes fordere ich euch zu einem Duell. Nur wenn ihr mich schlagt, tötet, mich besiegt, ja, kommt ihr weiter. Ich guck so bei mir, ob ich wie viel Zigaretten ich habe. Das ist die wichtigste Sorge, ja. Habe ich noch Zigaretten, André? Es hebt sich vor euch aus dem Boden ein breiter Quader aus Glas mit 5 gleichmäßigen, waagerecht verteilten Handflächen drauf. Über diesen erscheinen Bilder. Wählt euer Deck! Jedes ist einzigartig und kann nur von einer Person gespielt werden. Habt ihr eure Wahl getroffen? Legt eure Handfläche an! Folgende 5 Bilder sind im Angebot. Ein Pokéball. Sarah Michelle Gellar mit Holzblock in der Hand. Ein Schriftzug, wo drauf steht NSFW. Dann das YouTuber-Icon. Und zum Schluss das 5. Eine schwarze Rose mit weißem Grund. Ich nehme die Pokémon. Also
Also gehst du dem Pokémon-Ding hin und hältst deine Handfläche an dieses Symbol von der Handfläche und hältst deine Hand dran. Korrekt? Oh, das... Ich sag's ehrlich, es fühlt sich komisch an. Ich nehm dieses NSDAP, was du da gesagt hast. Not safe for work. Ach so. Deck nimmst du, das Not das safe for work ich. Deck. Okay. Also es bleiben noch zur Auswahl Buffy, YouTube und Schwarze Rose. Nehm ich Buffy. Nimmst du Buffy, okay, ja. Gut. Und Andraste hat die Auswahl zwischen das YouTube-Icon und einer schwarzen Rose mit weißem Grund. Zwinker, zwinker. Ich nehme die schwarze Rose. Die schwarze Rose, okay, ja. Gut. Gut, okay. Dann ist eure Wahl gekommen. Und so. Genau. Okay. Ihr tretet gleichzeitig gegen mich an. Erst ich, dann einer von euch, dann ich, dann der nächste und so weiter. Nachdem ihr euer Deck ausgesucht habt, verschwindet das Bild von dem gewählten Deck und der Quater senkt sich ein bisschen ab, dass ihr halt eine gewisse Tragefläche habt. Unter euch sieht ihr halt nur noch so die Bilder, wie so bei irgendeiner Castingshow, wo da so toll diese beleuchteten Felder sind. Dann hebt sich der Boden unter euch selbst, hebt euch hoch und dann seid ihr auf Augenhöhe eures Gegners. Zwischen euch und eurem Gegner fängt die Fläche an, in Farben des Lichtspektrums zu leuchten. Ihr seid jetzt in einem krassen Yu-Gi-Oh!-Duell. 1 gegen 4. Der restliche Boden um euch senkt sich und flutet den Raum mit heißer Lava. Muhahaha! Die Lava ist nur zur Absicherung. Nicht, dass ihr auf die Idee kommt, mich wahrhaftig zu schlagen. Vor euch bildet sich die Fläche von Quadern ein Deck. Jeder Kartenrücken ist das Symbol eurer Deckwahl. Zeit für ein Duell! Wir sind in einem Yu-Gi-Oh! Duell-Deck. Jeder hat ein anderes Mixed-Deck. Zur Sicherheit, du weißt, was die schwarze Rose mit weißem Grund ist. Hm. Jetzt, also unabhängig als Figur. Dave, was ist die schwarze Rose? Matthias, was ist die schwarze Rose mit weißem Grund? Delfinium Prince. Was ist das für ein Mama, ich bin ein hast du gestern? Ja, okay, alles richtig gemacht irgendwie. Okay. Ja, gut. Dann. Ach, das ist eine Rose! Ach, eine Rose! Verstehe! Gut, also die Regeln sind wie folgt. Ihr macht ja immer, erst macht der Gegner einen Zug, dann macht der erste von euch einen Zug, dann er wieder und so weiter. Die Regeln von Yu-Gi-Oh! Sind soweit euch so grob bekannt. Ist auch nicht so wichtig. Okay. Ich glaub, das also, ihr könnt euch da auch so ein bisschen helfen. Also, es gibt 3 verschiedene Kartenarten. Mhm. Monster, Zauberkarten, Heilkarten. Ich spiele Top Deck hier. Sowas halt. Top Deck ist eine Zauberkarte, darfst 2 Karten ziehen, zum Beispiel. Ja, also, bevor ihr eine Karte zieht, würfelt ihr vorher, was das für eine Karte werden soll von eurem Deck. Und müsst mir ansagen, was ihr euch vorstellt und dann sage ich euch die Schwierigkeit und dann wird drum gewürfelt, ob es geklappt hat oder nicht. Wenn es ein Fehlschlag war, kriegt ihr irgendeine andere Karte, die ich mir dann ausdenke. Da muss ziehen. Man sich aber halbwegs mit Yu-Gi-Oh! Nö. Nein? Nee, weil... Also Monster, Magie und was gibt's noch? Fallen. Ja, Fallen. Aber euer Kartenrücken ist ja nicht das Yu-Gi-Oh! Ist. Ja, und dann kann ich Buffy-Charaktere auskosten, ja, oder was? Genau, du beschwörst Buffy-Figuren, was auch immer, was dir von Buffy alles einfällt. Ah, ja, dann ist ja easy. Einfach also immer Willow und dann... Bei unseren Wertenspieler David Fulecki wären es halt Pokémon. Ja, ist doch so. Figuren von die Pokémon. Kann alles zaubern, fertig. Beim Jochen wird was von Delfinium Prince kommen und beim Hugi ist einfach nur irgendwelche perversen Pornos oder so. Keine Ahnung. Tentakel. Kannst ja... Ja, also eure Kreativität ist freiem Raum gewidmet, was ihr da jetzt für Karten zieht. Ja, je nachdem, wie krass die Karte ist, desto schwerer wird die Schwierigkeit. Genau.
So, wenn ihr jetzt ein Monster beschwört, dann hat das eine gewisse Stärke. Ihr sagt ja an ungefähr, wie viel Stärke die haben wird. Also dieser Widerstand, in den ihr würfelt, wenn ihr den erreicht, diesen Widerstand, sag mal, ihr wollt ein Monster beschwören mit Widerstand 15, dann habt ihr ein Monster beschworen, was Widerstand 15 hat, das ist seine Kampfstärke. So, und wenn jetzt ein Gegner kommt, auch ein Monster beschwört, das hat Kampfstärke 20, dann kämpfen die beide gegeneinander. Das eine Monster wird komplett ausgelöscht, das andere Monster reduziert seine Kampfkraft auf den Resten, die noch übrig bleiben. Heißt, wenn das eine Monster 15 hat, das andere 20, das 20er greift das 15er an, hat am Ende noch ist noch am Würfeln einfach, wer die und höhere hat Zahl hat. 5 ja. HP noch übrig. Mhm. Ja. Also geschwächtes Monster. Dann. Also ich sag irgendwas, denk mir irgendwas aus und du musst dann würfeln, weil ich habe keine Würfel hier liegen. Ich behalte eh alles im Überblick. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich behalte eh alles im Überblick, weil ich mir die Notizen hier schon mache. Jeder von euch hat, also das gesamte Team, was ihr darstellt, hat 3 Lebenspunkte. Jedes Mal, wenn ein Monster euch direkt angreift, verliert ihr einen Lebenspunkt. Und da euer Gegner halt das Klischee besitzt, Herz der Karten, und das sogar mit 6 Würfeln versehen ist, hätte die auch die Option, statt ihm ein Leben zu nehmen, sein Klischee zu senken um 1. Dass er weniger würfeln kann. Genau. Und das ist soweit erstmal das Wichtigste. Was man machen kann. Gut, okay. Also ich fange an als Bibo-Mann. Jetzt muss ich mal noch einen Würfel nehmen. Weil ich so krass mächtig bin, habe ich halt 6 Würfel. Und ich sage, ich beschwöre jetzt ein Monster mit der Stärke 18. Wow. Heißt, ich muss jetzt mit meinen krassen 6 Würfeln eine 18 erwürfeln. Wow. Oder höher. Und ich habe eine 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yeah. Gut, also ich wollte ein Monster beschwören, das heißt Rimmler. Hat aber nicht geklappt, deswegen sucht ihr aus, was ich jetzt stattdessen beschwöre. Ein rosa Häschen. Ein rosa Häschen. 1 mit Stärke 1. Ja. Okay. Gut. Rosa Häschen. Das sitzt im Rollstuhl. Häschen. Im Rollstuhl. Das rosa Häschen hat Blut gekotzt. Stärke 1. Okay. Das rosa Häschen wird beschworen und rollt halt erstmal so mit dem Lichtfeld wird das und rollt erstmal so rum, weil es sich erstmal noch langweilt. Hallo Freunde, wollt ihr meine Freunde sein? Die ersten beschworenen Monster in Yu-Gi-Oh! Gehen dürfen aber nicht direkt angreifen, weil erste Runde. Andere Freunde sind gestorben. Genau, das arme Häschen, genau. Wenn ich könnte, würde ich es von dir sein. Dann der erste von euch ist an der Reihe. Ich denke mal, je nach wie die Wahl war, wer welches Deck nimmt, das heißt, Sascha Huber ist zuerst dran mit 4 Würfeln. Ach so. Ey, komm, 10. Ich probier's. Sascha, ich glaube an dich. Was 10. Willst du beschwören? Du kannst eine Zauber. Ich will. Pass auf. Ich mach das, wenn ich's gewürfelt habe. Ja. Nein, ich hab ja schon gesagt, 10. Nee, ich muss dir doch die Schwierigkeit bestimmen. Du musst mir sagen, was du haben willst. Monster Stufe 10. Ja. Okay, Monster Stufe darum 10. Darum geht's. Okay, gut, dann mach das. Ja. Ich werde jetzt noch nicht sagen, was ich gleich ziehen werde. Das macht für mich von der Metapher ja nicht sehr viel Sinn. Gut, okay, dann mach so. Sei geheimnisvoll. 10 ist halt nicht so besonders. Okay, aber für meinen Würfeln ist es halt... da geht Ise. Ich hier. Das ist sogar eine 16. Hallo. Ei. Ihr wart narrisch. Was für ein Monster? Das ist agrodeskes Geschöpf. Was ist das? Da hat der liebe Gott so tief aufs Matterhorn gerufen und so wieder rief, schalte es zurück. Und es brach ein Stein zurück, wo so 2 Hände rausgucken. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich weiß nicht, wie es heißt. Dankeschön. Aber es hat eine 10.
Es hat er 10. Okay, erzähl mir mal. Es hat er 10. Als Double für Lecky, was du jetzt beschworen hast. Ich google das jetzt. Ach so, es ist kein Gleichstein gewesen, okay. Nein. Das ist die Evolution davon, gell? Nein. Georock? Nein. Ich weiß wirklich nicht, wie es heißt. Okay. Gut, dann willst du noch einen Angriff starten? Ja, ich erlöse den Hase. Okay, gut. Und dann will ich, dass du einen Würfel weniger hast. Wird gekillt. Naja, du musst nämlich direkt angreifen können, um das zu erlöschen. Du hast ja nur meine Verteidigung gecrashed. Deswegen hat dein Monster Stärke 9 nur noch. Und mein Hase ist leider tot. Ach so, ich verliere Stärke dabei. Okay. Ja, ja, genau so war es gemeint. Okay, gut. Dann bin ich wieder dran. Ich will halt wieder ein Monster beschwören. Ich will nur noch ganz kurz ergänzen. Ja? Bitora heißt das. Oder Bifora. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade das Deutsche oder Englische mit TH. Oh. Bitora. Bitte googelt halt das. Okay. Das ist nicht die erste Generation. Gut, nee. Diesmal will ich diesen scheiß Schmöbelwürr ziehen, weil ich an das Herz der Karten klaue. Nicht klauen. Immer noch scheiß aus. Wieder 18, klar, aber ich habe vorher Probewürfel gemacht. Ja, der 18, das wirst du hinkriegen mit 6 Würfeln. Was kriege ich jetzt? Ich krieg eine 5. Das ist eine 10, eine 14. Was beschwöre ich dieses Mal? Krebskranken. Ein krebskranken Hund. So. Oh Gott. Der hat nur noch ein Bein. Das Bein ist aber auch voller Krebs. Ich erwürfe mal seine Stärke. Cool. Eine 2. 2 Stärke, 2. Cool. Arme Krebshund. Mein Gott. Gut. Der nächste. Habe ich erwähnt, dass sich mein Pokémon durch die krassen Erfahrungspunkte weiterentwickelt hat und jetzt 20 Angriffe. Das wäre eine Zauberkarte, die du beschwören könntest, um das zu ermöglichen. Du könntest ja absprechen mit deinen Kollegen, dass sie irgendeine Zauberkarte haben. Also? So, der nächste wäre jetzt von der Wahl her, wer war als nächstes dran? Ich. Du, okay. Also du hast ein sexy Deck mit sexy Effekten. Vielleicht kannst du ja Fortpflanzung als Zauberkarte ziehen und die Pokémon haben nur gebumst und haben die weiterentwickelt. Ich spiele ab 18 der Schwanzwald. Das ist eine Zauberkarte. Okay, die hat Schwierigkeit 10. Das ist so krass, dass das unabhängig von Würfeln funktioniert. Wenn man die spielt, ja, da verlaufen sich halt dann die Gegner drin. Ja. Ich erkläre noch die Zauberkarte. Den Effekt, ja. Das steht alles hinten auf der Karte drauf, die ich gezogen. Die habe ich jetzt schon gezogen. Ja klar. Ja. Also also da verlaufen sich dann, also das ist, die verlaufen sich da, werden die gefickt. Ja. Weil das der Schwanzwald ist. Die sind gefickt, wenn das habe ich jetzt gezogen ist. Oder was? Okay, dann musst du drum würfeln. Mit deinen 4 Würfeln Schwierigkeit 10. Ich würfel. Ja, du musst Würfel kriegen. Ja. Wow. Jochen, guck mit. Was muss ich brauchen? 4, 1, 5, 3. 4, 1, 5, 3. Das sind 10, das sind 13. 13, hast du geschafft. Okay. Ja. Also steht die Zauberkarte. In dem Raum. Alles wird jetzt dunkel, aber alles voller Schwänze. Okay. Okay, gut. Ich wundere mich, dass mir das komisch gefällt. Ja. Ich fühle mich etwas unangenehmer. Ja, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Okay, ist nicht ich essen. Dachte zur Knossel, während Anne würfelt. Es ist jetzt eigentlich Quatsch, dass wir das noch voneinander verstecken. Lass uns auch jetzt blank ziehen. Da haben wir es hinter uns. Ja. Gut, wenn die würfeln, wenn im Schwanz beißt, und wir nicht dann ziehen Hose runter. Wir ziehen beide unsere Hosen runter. Anne würfelt. Guck da gerade hin. Wir lachen. Okay. Ich will die Karte ziehen, die magische Karte Sexualaufklärung, um deinen Wald zu annullieren. Schwierigkeit 20. Mal Wald gucken, macht doch Sexualaufklärung. Mal gucken, ob ich das schaffe. Das schaffst du nicht. Das ist eine 10. Das ist eine 21. Sexualaufklärung. Der Wald ist nur eine Geschlechtskrankheit, annulliert sich wieder. Boom.
ja. Jetzt, wo das alles weg ist, dann, aber ich stehe ja trotzdem noch ohne Hose. Ja. Alter, trotzdem noch. Und sag, naja. Ich merke, dass ich Jens Konrasala ein bisschen unangenehm fühle in der Situation. Ich ziehe meine Hose schon wieder hoch. Ein Stamm steht im Wald noch. Als nächstes war Krach. Mhm. Was möchtest du gerne ziehen als Karte? Vom Buffy-Universum? Ja, ich versuch's mal mit diesem Bürgermeister als Schlange. Ich glaube, Staffel 3 war das. Ja, ja, Finale. Ja. Ist teure Kosten investiert, um den Effekt zu machen, der heutzutage scheiße aussieht. Ja, na. Ja. Na, also ich versuch den na. Mal. Den das versuchst ist du beschwören. Perfekt. Als Monster, okay. Ja. Perfekte Illusion. Hm? Wie stark soll der werden? Uff. Stark. Ja, ja, aber du bestimmst ja die Stärke. 14, 13, 12. Du musst mindestens diesen Hund kaputt machen. Ach, ich ja dann. Ich sag eine 15. Eine 15, okay. Ja. Gut, dann würfel mal. Oh, scheiße. So, das ist eine... Eine 12, eine 14. Oh, nee. Also um einen Wert vertan. Was hat sie... Pluspunkte wegen Axt gelten hier nicht. Stimmt. Ja, ja, okay, also das ist um einen Punkt genau, also auf den Punkt. Was ist denn das? Ja. Okay, gut, um 15 Bürgermeisterschlange. Uh-huh. Wenn du jetzt, wenn es ein Fehlschlag gewesen wäre, hätte ich gesagt, du hättest nur den Bürgermeister beschworen, aber ohne Schlangenform. Boah, das ist sehr schlimmer als der krebskranke Hund. Und möchtest du was machen mit deinem Bürgermeisterschlange? Na klar. Ja, ich mach den Hund. Durch. Oh nein. Aber er hat doch Krebs. Ja, jetzt gut, hat er ihn nicht mehr. Erlöse ihn von seinem Leid. Genau. Gut, auf meinem Feld ist gerade nicht. Dr. Wilkins, der Dritte. Wilkins, der Dritte. Gut, ich... Das heißt, ich habe jetzt noch wie viele Punkte mit der Schlange? Na, ach so, stimmt. 13. Gut, so. Alles klar. Übersicht. Gut, ich bin wieder dran. Ich will jetzt The Bear will ich jetzt beschwören. The Bear. Hm. Hey, The Bear. Hey, Bear. Mit einer Kampfkraft von 15. Mal gucken, ob ich jetzt endlich mal was hinkriege. Das wird nicht gehen. So, das sieht doch da nicht aus. Das wird nicht klappen. Locker hat das geklappt. Das wird nicht klappen. Ich würde auch gar nicht mehr rechnen. Also, der Bär wurde beschworen. Ihr seht einen Bären, der eine Kochmütze aufhat. Jeremy Allen White. Der Bär erinnert mich komischerweise an meinen Sohn Bibo. Stimmt. Die sehen sich wirklich ein bisschen ähnlich. Mit einer Stärke von 15. Gut, der Bär, möchte sich vergehen an den Bürger, an die Bürgermeisterschlange. Oh, die schlängeln sich, also die Bürgermeisterschlange schlängelt sich um den Bären, aber der Bären ist halt gierig und frisst sie so ein bisschen an. Die Schlange schreit wie so ein Mädchen. Ah, wir haben die Klasse Ei! Und, stirbt. Der Bär braucht aber Dynamit. Der Bär braucht Dynamit, es hat ihn sehr stark geschwächt, er hat nur noch 2 Stärke von 2. Und ich kann nicht schreien, weil mein Kuli nicht will. Vielen Dank. Stärke von 2. Und die Bürgermeisterschlange ist tot. Okay. Als nächstes ist Andraste. Was möchtest du mit deinem schwarzen Rose? Der Phenium Prince Deck ziehen. Was gibst du da an Inspiration für? Frag mal den Autor. Für Zaubersprüche oder Fallen? Verlagsgründung. Du bist für die nächsten so und so viele Jahre verplant. Der Bibumann verliert 2 Würfel zum Zauberstand. Weil 2 komplette Keller werden für Ware gebraucht. Okay. Und, also ein sehr mächtiger Zauber. Wow. Schwierigkeit 20. Boah, das 20. ist zu viel. Das ist zu viel. Dann nur ein Keller wird vollgeräumt mit Ware. Ja. Schwierigkeit 16. Wow, das ist auch ganz schön viel. Mit 4 Würfeln? Wow. 16? Naja, Strastik sagt, das klappt nicht. Ich hab noch die Tiara an. Ja, du hast doch plus 1. Und Dave hat plus 2. Nope.
Das ist eine 16. Boah. 16? Ja. Ja, doch. Ja. Also, ja, der Keller ist voll. Yeah. Also, ihr habt eine Zauberkarte gespielt, die heißt was? Verlagsgründung? Das heißt, der Keller ist voll. Unverkaufte Ware des nicht so gut laufenden Independent Verlags, Delphinium Friends, blockiert einen Keller. Die Ehefrau ist wütend. Du verlierst einen Würfel. Bibu-Mann, das ist sehr spezifisch, die Karte, dass die direkt Bibu-Mann anspricht. Mann, okay, gut. Also ich habe nur noch 5 Würfel zum Zaubern und zum Würfeln. Bin wieder dran. Ich will, ich mag irgendwie dieses Pokémon nicht so ganz. Aber das ist cool. Das ist wie eine Hand, aber noch eine Hand. Ein Stein. Ich benutze eine Zauberkarte, beschwöre ich, dass ich das Pokémon ablenke. Durch Pimmel? Ist der ganze Raum jetzt gleich voller Pokémon Pimmel? Für eine Runde einfriere, mit tollen Anekdoten, die ich denen an das Ohr gebe. Und es hat eine Schwierigkeit von 15. Das schaffst du nie. Schaffe ich leider nicht. Was für eine Karte ziehe ich stattdessen? Hugi. Ein Pups im Also ich habe 4 Einsen geworfen und eine 4. Das ist wirklich sehr schlecht. Sehr schlecht. Hugi, entscheidet du, was für eine jämmerliche Kreatur jetzt kommt. kann alles sein. Kann alles sein. Ich habe die Karte Schlag war das doch, oder? Ich ziehe ja schon irgendeine Karte, die ich spielen kann. Du ziehst die Karte Typ mit einem gelben Pullover. Hat null Angriff. Null Angriff, null Intelligenz, null Verteidigung. Und er hat noch die dumme Fähigkeit. Auf der Karte steht generell nutzloser Typ. Der hat noch die Fähigkeit, wenn der stirbt, verliert der Spielführer einen Würfel. Das ist so. Aber man muss das ja ausgleichen. Das ist ja sonst so immer. Wenn der den Kampf gewinnt, bekommt der Spielführer 10 Würfel dazu. Stärke. Naja, aber guck mal, mit einer geilen Kombo könntest du das lösen, das Problem. Okay. Gut, da habe ich aufgeschrieben. Dann ist als nächstes wieder unser Sascha Huber dran. Oh Mann. Sascha, ich brauche ja nicht so viel. Ich bin glücklich mit meiner Paulina, meinem Knosser, Knossers Kind, Bubi, Bibu. ich bin bescheiden, ich will wieder nur eine 10. Und ich sag dann, was ich will so eine Kreatur. Kreatur! Ich will die grotesken Männle. Männle. Die grotesken Männle. Nicht eine Zauberkarte spielen, Pokémon entwickeln. Nee, okay. Groteske Männle. Das reicht. Das reicht. Das okay, reicht. Stärke 10. Und ich beschwöre. Was für ein Pokémon? Ich beschwöre so 3 Maulwürfe, die sich getroffen haben unten unter der Erde und gesagt haben, hey, komm, lass heiraten. So ich mit meiner Paulina und mit meinem Jens. Wir drei. Wir zusammen sei eine neue groteske Gestalt. Willst du noch Angriffe machen? Weil ja, klar. Es ist einmal der Bär mit einer Kochmütze, er hat nur noch 2 Stärke. Ich mach erstmal den gelben Mann durch. Mit wem greifst du an? Ich mach den gelben Mann mit den 2 Händen. Mit den 2 Händen aus dem Stein mach ich den Mann durch. Was? Den gelben Mann! Das eine Pokémon mit Stärke 9, okay. Ja. Ihr mit euch chinesische Sammelmonster. Du, dann machst das andere Monster tot, hat nur noch Stärke 8, dein Dicktri. Warum hat niemand zwischendurch den Hund? Achso, niemand hat mal eine Kreatur. Doch, ja, der Hund war tot. Was nee, der Kochbär, der Bär. Ach ja, klar. Ja, ja, die mache ich beide. Und leider, weil ich ja der gelbe Typ war, habe ich Würfel wieder minus verloren. 1 Würfel verloren. Mist. Was für ein mächtiger Zauber. Das ist schon aber hey, du hättest doch 10 gewinnen können. Also ich habe gerade keine Monster mehr. Ich bin gerade schutzlos ausgeliefert. Na, dann würfel doch mal mit deinen jämmerlichen 4 Würfeln. Vielleicht kriegst du ja noch was. Scheiße. Egal, was du versuchst. Was packst du für Karten in dein Deck? Ja, 4 Würfel zum haben ist echt blöd, ne? Gut, ich beschwöre ein Mitglied einer geheimen Sekte,
mit Stärke. Oh, was kann man da machen? Stärke 10. Den Methodisten. So. Ja, das hat geklappt. Okay. Ich beschwöre Marcel Hugi Hugenschütz. Der hat doch keine Stärke. Der hat wenig Angriff. Stärke 10. Naja, gut, vor ein paar Jahren. Das ist ja wirklich. Das ist jetzt fast die gleiche Karte, nur dass der Typ jetzt kein gelbes Shirt hat. Das ist Fitness-Hugi, habe ich beschworen. Oh. Fitness-Hugi. Oh je. Ja, Fitness-Hugi da. Stärke 10, das geht aber. Geht aber. Gut, Fitness-Hugi. Greift das Diktri an, hat nur noch Stärke 2 dann übrig und das Diktri ist kaputt. Kaputte. So, als nächstes wieder mein lieber Knossi. Ich spiele die Zauberkarte. Ja. Spermasee. Oh Gott. Ein Schloss am Spermasee. Okay, was macht der Effekt? Du bist doch für die Umgebung. Haben wir noch Monster eigentlich? Ihr habt noch das Pokémon. Ich hab so zwei Pokémon. Ein Pokémon. Zwei Hände drin. Aus dem Stein raus. Ja, das Pokémon. Das also das Spermasee, das sorgt dafür, dass die schwanger werden, die Monster. Ungewollt. Ungewollt schwanger. Sorgt für ungewollte Schwangerschaft. Alle Monster oder nur dein Monster? Alle. Alle. Auch alle. Meins. Oh, okay. Ist mein Bürgermeister schon tot, ey. Schwierigkeit 10. Geschafft. 8, yes. 13 ist 14. Mein Pokémon schwanger. Hey, es hat ein Ei, mein Pokémon hat ein Ei gelegt. Aus dem Ei schlüpfte eine neue Kreatur mit der Stärke 20. Ein Mewtwo. Ja. Ungewollte Schwangerschaft. Gut, aus dem Fitness-Hugi kommt ein Plüschtier raus. Das ist der Bibu. Der Bibu-Bubi. Der hat Sohn. Der hat eine Stärke von 5. Und das ungewollte Pokémon, ja, was ist das für ein Pokémon, kommt da raus? Der kommt jetzt raus. Oh, ich überleg mal. Da kommt dieses Drachenfisch-Pokémon raus. Drachenfisch. Jetzt werden alle Fans uns aufs Dach steigen. Fuck. Das Carbador. Ist sehr schwach. Ja. Das ist sehr schwach. Das hat 0 Angriff, 1 Verteidigung. Es hat eine starke Fähigkeit. Mhm. Nämlich muss ich noch recherchieren, was das kann. Ich sag nur jetzt schon mal, wenn das wieder dran ist, wird es euch verwirren mit Stärke, seiner krassen Fähigkeit. Fragezeichen hat es. Okay, gut. So, als nächstes bin ich wieder. Ich mache jetzt hier mal. Was sind 4 Würfel drin? Perfekt. Uff. Ich mache eine Zauberkarte, spiele ich, die Umgebung verändern soll, dass es den Fitness-Hugi ein bisschen stärker macht. Noch stärker? Mhm. Dass er plus Power, plus 10 Stärke bekommt. Boost. Und die Schwierigkeit ist 15. Ah, wie überraschend. 14. Ich habe es erfolgreich nicht geschafft. Was ziehe ich stattdessen für eine Karte? Eine ganz schwache, die dich sehr krass beeinträchtigt. Kannst du meine Sicht beeinträchtigt oder was? Das ist eine Kreatur wieder. Ne? Okay. Eine Kreatur. Ja. Tja, was könnte das sein? Das ist eine Klobürste. Ja. Du denkst, das ist auch so ein Pokémon. Mhm. Aber es ist nur eine Klobürste. Stärke? 0. 0, okay. Stärke keine 0. Stärke. Okay, die geht doch sehr schnell kaputt. Ja. Und bei dir stinkt's nach Scheiße, weil die nämlich gebraucht von eBay ist. Das heißt Klobürsti. Klobürsti. Okay. Und das macht, dass all deine anderen Kreaturen, solange das im Spiel ist, 5 Angriff verlieren. Okay, minus 5 Angriff. Also, das ist wirklich blöd gelaufen. Also, Fitness-Hugi hat einen Angriff von minus 3, das heißt, der heilt andere. Und der Bibo hat Stärke 2 nur noch. Okay. Und das wirklich ist ein ganz mächtiger Effekt. Okay, als nächstes Krach. Ja, was nehme ich denn? Was ziehst du für eine Karte? Was ein paar welchen Effekt? Ja, schiefgegangener Zauber, alle vergessen, wer sie sind. Tabula Rasa, okay. Tabula Rasa, Schwierigkeit 12. Ja, das ist eine...
Mit plus 1 hast du eine... Warte mal, das ist eine... Ich gebe kurz dem Knosso meine Pokémon. Ich halb 12. Ja, also gerade so geschafft. Also Zaubereffekt Tabula Rasa. Und meine ganzen Monster vergessen, dass sie überhaupt existieren und sind einfach in Vergessenheit geraten. Sie wissen nicht, wo sie sind. Aber der Bibo-Mann vergisst auch, wer er ist. Bin ich. Ich bin hierher gekommen. Warum bin ich schwanger? Warum bin ich schwanger? Was? Bist du mein Papa? Bist du mein Papa? Sascha Huber? Ja. Kann sein. Papa, was mache ich denn jetzt hier? Du musst gegen den Bibo-Mann kämpfen. Du gegen musst dem schaden. Aber er ist. Du musst dem Bibo-Mann schaden. Wer ist denn der Bibo-Mann? Der Bibo-Mann ist der böse Mann. Der böse gelbe Mann. Den musst du selbst. Du musst den mit bekämpfen für uns. Okay, aber wo finde ich den bösen gelben? Der steht doch dort. Also du, der Bibo-Mann redet gerade mit dir. Der hat Tabula Rasa abbekommen und hat alles vergessen. Du sagst jetzt ihm gerade, er soll den Bibo-Mann töten. Ja, der guckt jetzt in dort, wo die Karten rauskamen, sieht da sein Spiegelbild und haut da seinen Kopf in das Spiegelbild rein. Da ist der böse Bibo-Mann! Das geht jetzt noch ein bisschen so weit, deswegen müssen wir dann wieder eine Werbeeinblende machen. Was habt ihr denn heute für ein Produkt anzubieten? Also Knossi wird ausgestattet von H&M. Mhm. Rolex. Und ich möchte auch noch, euch noch mal meinen DeLorean zeigen. Machst also eine Roomtour? Ich bin mein eigener Sponsor. Gut, okay. Die Werbung ist. Also, es gibt noch einen Werbeblock. Von Dave, der in Staffel 1 von Samuel vs. Wilde nur ganz kurz dabei war und dann Durchfall hatte. Und der hat jetzt irgend so eine App, wo man so Geldbetrugsgeschichten machen kann. Nein, das ist bestimmt was Cooles. Ich habe übrigens noch rausgefunden, was mein Pokémon kann. Wollte ich nur sagen. Falls das noch wichtig ist. Ja, gut, ich wollte es also, noch erwähnen. Die Werbung ist vorbei. Wir sehen nur noch, wie der Bibo-Mann so Blut unterströmt auf diesen Spiegel, der so drauf lehnt. Er zuckt nicht, er zuckt doch noch so ein bisschen. Und zwischen euch war ja so ein Abstand, da bildet sich eine Brücke und hinter dem Bibo-Mann öffnet sich ein Tor zum Weitergehen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt geschafft, ihn zu besiegen. Ich gehe zu dem Bibo-Mann und denk, du heißt wie mein Sohn, aber du bist nicht mein Sohn. Und schubst ihn runter in die Lava. Ich guck vorher, ob der Zigaretten bei hat. Hat er? Nehme ich die Zigaretten und schubst ihn in die Lava. Okay, gut. Dann lauft ihr wieder durch die Röhrenebene, wie ihr es halt so kennt. Und was ihr jetzt noch erlebt in der letzten Stage von 4, die Prüfung, die ihr meistern müsst, verabschieden wir uns heute von der heutigen Folge. Danken unseren Sponsoren, die uns unbezahlt sie haben uns nichts gegeben dafür, dass wir das so machen. Und hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.